Kolmer und ein Gemälde. Und da weiß ich, es ist genau richtig. Was haben wir denn? Ja, ist es denn ein Gemälde? Was das ist eine Fotografie. Genau. Was hieltst du hier von dem Motiv? Von dem Motiv? Das ist eine Situation, in der eine junge Dame fotografiert worden ist, die wahrscheinlich Party gemacht hat und gestürzt ist. Das lassen wir so stehen. Da gehe ich von aus. Bitte schön, die Herrschaften. So, da bin ich sehr gespannt, wie du das gleich siehst. Schönen guten Tag zusammen. Hallo. Guten Tag, hallo. Ihr zwei, ich stelle euch erstmal Kolmar Schulte-Gölz vor. Dann bin ich der Horst oder Herr Lichter, wie es euch beiden gefällt. Wie darf ich euch beide ansprechen? Mit meinem Vornamen Nadine. Nadine? Und ich bin der Adrian. Dann bin ich natürlich der Horst, Adrian und Nadine. Darf ich da erstmal gratulieren, liebe Nadine? Ja. Ihr zwei, von wo kommt ihr? Wir kommen aus Kleve. Kleve? Nähe der holländischen Grenze. Sehr schön. Was macht ihr beruflich da? Ich bin gelernte Friseurin. Mhm. Und ich arbeite in einer Behindertenwerkstatt als Gruppenleiter. Gut, du bist nicht mehr am Arbeiten? Genau, ich bin schon einige Zeit im Beschäftigungsverbot. Wisst ihr schon, was es wird? Ja, es wird ein Junge. Ich hätte mich über Mädchen auch gefreut, ich finde beides spitzenmäßig. Wo habt ihr denn diese Fotografie hier? Ich habe das damals, als ich bei ihm eingezogen bin, muss ich sagen, von einem Bekannten geschenkt bekommen. Und ja, er sagte mir, das wäre sehr wertvoll. Mhm. Und mehr wisst ihr nicht, ne? So, mein Lieber. Ja. Ich meine, ich hätte eben eine kleine Falte im Bild gesehen, aber auf den Zustand kommen wir später drauf. Eine Fotografie, gerade wenn die eine glänzende Oberfläche hat, die verzeiht nichts. Ja, gut, aber lass uns erstmal über den Künstler reden. Ja, Thomas Ruff, der dieses Werk hier geschaffen hat, ist einer der wichtigsten international arbeitenden Fotografen, der jetzt noch lebt und der zu einer berühmten sogenannten Düsseldorfer Fotoschule gehört. Das heißt also, auch schon seine Professoren, eigentlich der Fotograf Becher, war sehr, sehr berühmt. Bernd und Hiller Becher werden immer in einem Atemzug genannt. Diese Bechers haben einen seriellen Blick postuliert und sie haben selbst in Serien gearbeitet. Dass man kurz weiß, was die gemacht haben. Die haben vor allen Dingen Industriebauten, zum Beispiel Fördertürme und Ähnliches, in immer dem gleichen Winkel, in immer dem gleichen Abstand mit einer besonderen Proportion ins Bild gesetzt. Thomas Ruff unter anderem hat dieses serielle Prinzip für sein ganzes Leben zur Anwendung gebracht. Er hat irgendwann dann schließlich Fotos gemacht, beziehungsweise fotografisch überarbeitet, was andere schon taten. Hier zum Beispiel geht es um eine Fotografie, die er im Internet gefunden hat. Und er hat ganze Serien danach gestaltet. Manche Bilder sind direkt aus dem Internet gekommen, manche von wissenschaftlichen Publikationen. Manchmal hat er eine alte Zeitschrift abfotografiert und dann immer verändert. Und seine Veränderungen des Vorgefunden, die sind der eigentliche Kunst wert. Hier eine quasi Aktdarstellung, die wir hier sehen können. Ungewöhnlicher Blickwinkel, etwas zufällig. Und dann arbeitet er mit der Schärfe und der Unschärfe, mit der Überzeichnung der Farbigkeit. Und daraus wird etwas ganz Neues. Und diese Transformation sorgt dafür, dass das Bild aus einem nutzbaren Zusammenhang jetzt plötzlich in den Rang der Kunst gehoben wird. Er ist dabei sehr neutral. Solche Bilder heißen zum Beispiel einfach mal JPG, zum Beispiel 2. Und dieses hier ist auch ein so ganz einfacher Titel. Genau ist es dann DG08 von 2002. Und das hört sich eigentlich so an, als würde man irgendwas vielleicht als Mail verschicken und hätte einen entsprechenden Anhang. Das ist im Prinzip, sehr nüchtern gesprochen, der Blick auf ein sinnliches Sujet. Und das ist das Besondere, dass er das transformiert. Und das macht dieses Bild aus. Wann ist das gemacht worden? Also dieses Bild entstand Anfang der 2000er Jahre, 2002. Und das ist natürlich der Höhepunkt eigentlich des Partygeschehens überhaupt. Und in der, sag ich mal, Welt der Diskotheken und der Lebenskultur der 2000er Jahre, da macht sich natürlich auch dieses Bild irgendwie fest. Jetzt hat Thomas Ruff eigentlich auch eine besondere Weltgeltung dafür erlangt, dass er sehr große Bilder macht. Dieses hier ist ein kleines Produkt eigentlich von einem sehr großen Print. Und diese Bilder werden zu enormen, wirklich astronomischen Preisen gehandelt. Das hier ist viel kleiner, es sieht so aus wie das ganz große. Es ist keine Auflage benannt, aber es hat eine originale Unterschrift des Künstlers vorne drauf. Das ist eher so die Art einer Gefälligkeitssignatur. Und auch der weiße Lack-Filzstift, der ist dann eher ein zufälliges Nebenprodukt. Dann lass uns noch mal kurz über den Zustand reden. Ich habe eben schon gesagt, ich habe ein paar Knicke leider Gottes gesehen. Ja. Du hast auch schon mal erklärt, dass das dramatisch ist, weil man es nicht restaurieren kann. Ne? Ja, man muss das mit dem Zustand bewerten, wie es hier gerade ist. Mhm. Und dementsprechend muss ich mich danach halten, wie werden die sonst am Markt angeboten. Und wegen der Beschädigung habe ich jetzt natürlich schon meinen eigenen Wert. Gespannt? Wir sind sehr gespannt. Ne? Auf jeden Fall, ja. So, gut, ihr zwei.
Wie viel hättet ihr gerne? Sag du. Ja, 1.000 Euro, genau. 1.000 Euro. Gibt der Kunstmarkt diesen Wert her? Tatsächlich muss ich wegen der Beschädigung eine Preisspanne angeben und meine Expertise beläuft sich auf 2.400 bis 2.800 Euro. Wow. Ja, also Wahnsinn. Wir hätten jetzt nicht gedacht, dass wir das doppelt haben. Rein theoretisch könnte man jetzt Party machen. Mhm. Ja. Ne? Gut, jetzt haben wir nur noch einen kleinen Haken. Ja. Den ersten von den Haken mache ich jetzt mal weg. Das ist nämlich die Händlerkarte, damit ihr rüber könnt. Und jetzt müsst ihr verhandeln. Machen Knallhart. Wir. Okay. Euch alles Liebe, alles Gute. Händlerteam steht bereit. Dankeschön. Vielen Dank. Jetzt rüber. Tschüss, ihr Vielen zwei. Dank. Alles Gute. Vielen Dank. Danke. Wie sieht das denn dann mit den Rechten aus? Das geht. Das geht. Denn es ist ja eine künstlerische Originalfotografie, die bei rauskommt. Und es ist ein Künstler, der es macht. Und der Künstler kann einen anderen Künstler zitieren und kann den unter Wahrung aller Rechte zum Beispiel wiederum neu darstellen, neu inszenieren. Und das geht alles. Die Signatur, das ist das Spannende. Ja, genau. Kannst du sie, ist das Ruf? Thomas Ruf. Thomas Ruf? Ja, Düsseldorf. Mhm. Das ist sehr Thomas schön. Ruf, ein ganz berühmter Fotograf, Düsseldorfer Schule. Aber ich kenne Ruf eigentlich nur so mit ganz großen. Es gibt ganz viele. Der hat seinen Weg gemacht. Ne? Genau. Ja. Thomas Ruf, super. Das Interesse scheint geweckt zu sein. Doch wird sich dies auch in einem zufriedenstellenden Kaufpreis widerspiegeln? Hallo ihr beiden, moin. Hallo. Hi. Hallo. Also, hallo. Sie würde ich nicht in die Verbindung mit diesem Bild bringen. Habe ich schon öfter gehört. Warum wollen Sie es abgeben? Warum wollt ihr es abgeben? Ja, wir erwarten Nachwuchs. Okay. Und ja, da... Schön. Möchten Sie keine Fragen beantworten später? Ja. Keine unangenehmen Nachfragen, genau. Wenn das Kind da ist. Genau, das ist ein... Erst ab 14. Das ist eine Fotografie. Genau. Ein Abzug eines Originals sicherlich. Thomas Ruf, genau, Düsseldorf. Ich starte mit 500 Euro. Ich sag 1.000 Euro. 1.100. Ich mach 1.500. 1.700. 2.000. 2.2. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.000 Euro. Pokerface und da wird schon gesmiled. Also ja, auf alle ich Fälle. Smile den ganzen Tag schon. Also das ist ja schon mal alles richtig, was wir hier machen. Ja, mhm. 3.000 Euro. 3.2 bei mir. So. Susanne, machst du noch mehr als 3.2? Das weiß ich noch nicht. Okay. 3.5. Nee. Da gehe ich jetzt nicht mehr drüber. Ich habe es versucht. Ja, 3.500 vom ja. David. Würden Sie dem David, der jetzt mit der Fotografie ein bisschen anfangen möchte, zu handeln, natürlich für 3.500 Euro Ihnen dieses tolle Bild verkaufen? Ja, würden wir, glaube ich, machen. Ja. Super, das freut mich sehr. So, ich stelle das gerade hier vor. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. 1.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3.000, 1, 2, 3, 4, 5. So. Jede Menge Grün. Dann viel Spaß beim Babyshopping. Jawohl, vielen Dank. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. 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 Ciao, ciao. Wiedersehen. Ja, wow. Grün ist die Hoffnung. Das kam hier rein und ich muss das einfach kaufen. Die hat dich verführt. Ja, völlig. Wahnsinn. Also ich habe damit null gerechnet. Das ist ja viel mehr, als was geschätzt worden ist. Genau, also wenn man mit der Vorstellung um die 1.000 Euro kommt und am Ende dann über das Dreifache nach Hause geht, ist das auf jeden Fall schön, ja.